Herzlich willkommen, liebe Leute. Warte, lass es. Jetzt seht ihr endlich mal, dass es nicht gefaked ist, sondern es ist wirklich so. Herzlich willkommen, Leute, zum Show-Dienstag hier an dem Dienstag. Erstmal, hallo, sag mal alle Hallo zu den Zuschauern. Hallo! Wir machen heute ein wunderbares Spiel. Und zwar habt ihr uns eure Fragen geschickt. Und wir haben gedacht, gut, normal beantworten ist ja mega langweilig. Das machen wir natürlich nicht. Wir sind ja keine langweiligen Menschen. Deswegen habe ich mir was ausgedacht, was aus meinem Gehirn entstanden ist: Question and Action. Jede Frage wird gedreht. Und Joker heißt nichts tun. Und wenn irgendwas anderes landet, dann müssen wir was tun. Aber was man da tun muss, das wird ja dann gleich noch erklärt. Ja, also ich darf nicht mein Gesicht verdecken, es ist mir wichtig, dass ich sie gut zu sehen kann. Chani Chia. Was ist. Ist sie hier? Nee, aber ich. Was ist das Schlimmste, was ihr je gesehen habt? Englisch, please. Englisch, please. So, jetzt musst du die Antwort auf Englisch sagen, okay? What is das Schlimmste, what you doing? Hallo. Verstehst du nicht mal Deutsch? A mouse was dead on the floor and was, I don't know, I don't it was crashed from a car. Okay, it's a mouse. A mouse, yes. Hello, Miley. How are you? Elida Ilosh Karchi fragt, internationales Publikum bei euch. Warum seid ihr so hübsch? Joker. Ich hab einen Joke, ich muss nichts machen. Warum wir so hübsch sind, muss es, ja, soll ich sagen? Sind wir das? Schreibt in die Kommentare. Wer ist ein Hübscher? Wer ist ein Hübscher? Oh! Nächste Frage. Chigden Kaya fragt, was haltet ihr von der Sekte Scientology? Ups. Bist du, das wird politisch. Stirnklatscher, hast du die Gummis eingepackt? Nein. Ja, wie, was für Gummis meintest du denn? Da musst du mir halt so eine klatschen. Scientology halten wir nicht so viel von. Wieso? Es sind noch Leute, die eine Bibel verkaufen, ich kann mir die mal fragen, aber nee, ich finde das scheiße. Warum? Ja, warum? Weil nee, da war ja John Cruise ist ja da. Das heißt, muss schon mal gut sein. Herzlichen Glückwunsch. Juliane Banane. Ja, wie, sehr schöne Namen alle. Wie habt ihr Joko kennengelernt? Luca. Flammshots. Oh, Flammshots. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen weiter weg. Ja. Wir machen nämlich jetzt Abwerfen mit Pflaumen, weil Pflaume heißt ja okay, Pflaumen. Ich bin der Nein. Aber nur drei Stück nur. Das Ding nicht. Nicht so viele. Am besten direkt an. Also, wie wir ihn kennengelernt haben, ist einfach so, dass der Klaas uns bei Twitter angeschrieben hat und daraufhin haben wir mit dem Klaas geschrieben, waren in Berlin und dann Cover der Joko auch da und seitdem haben wir Kontakt und gehen saufen. So, nächstes Problem. Sally Winchester, was würdet ihr tun, wenn ihr einen Tag lang als Frau leben würdet? Hast du eigentlich. Ich würde mich wahrscheinlich den ganzen Tag selbst begrapschen wahrscheinlich. Warum? Ja. Fühlst du dich cool? Das war die Mädels um mich stehen oder was? Nee, ich würde mich selbst begrapschen. Warum? Ja, wie warum? Machst du sowieso schon. Nee, aber ich würde die ganze Zeit an meinen Brüsten spielen. Achso, wenn du eine Frau wärst, okay, ja gut, das würde ich auch tun. Aber nicht an dir. Wir wohnen hier eigentlich zusammen. Ich will mir eine coole Aufgabe. Wolkenbruch. Oh, das ist cool. Ja. Nein, wir wohnen nicht zusammen. Wir wohnen. Stopp, wir wohnen nicht zusammen. Nein, hallo! Fabian Schröder, wer von beiden macht am meisten Sport? English please. We are doing exercise both in a gym and I am lifting women and cars and you drinking the Eiweiß shake. Yes, of course. Annika Vlodaric, was ist euer Lieblingsessen? Was kriegst du in Klatscher? Spaghetti ist gut. Spaghetti ist immer cool. So. Annika Heinzen, wie steht ihr zu Alkohol? Trinkt ihr viel und auch mal gern mehr als ihr solltet? Ha. Ja, wir trinken gern mal ein Bier. Habe ich Pflaumen im Ohr? Frage von Vanessa Kretz. Könnt ihr auch ohne einander leben? Sie hat ja gerade ja gesagt. Tröte. Ja, können wir. Wie können wir? Ich könnte ohne dich so 2 Wochen leben. Ja. Und dann gehst du ein, wie eine Palme, oder? Mein Ohr tut mega weh. Du musst es bald. Hast du irgendwie eine Pflaume ins Gehirn gekriegt? Ich bin jetzt so. Elisabeth Najork, hattet ihr schon mal ein Dreier? Und wenn ja, wart ihr beide anwesend? Wieder Stück. Nein, ich mache es nicht viermal. Kriegst aber richtig ein. Ja. Nicht auf die Haare, ich muss hier noch gleich performen. Ich bin jetzt oft an mich rangekuschelt, aber mehr ist nicht gelaufen. Ich kann das schon mal drehen, das kann ich ja schon mal machen. Nein. Das ist deine Frage. Ah, was ist denn hier angekreuzt? Tja, ich habe noch 6 Pflaumen. Was ist denn das jetzt hier auf der ja. Pflaumendinger. Wenn ihr vor 3 Türen stehen würdet und müsstet euch für eine entscheiden, welche würdet ihr nehmen? Geld, Glück oder Liebe?
die andere Richtung. Baby. Ich würde... Tür Glück würde ich wählen. Ja, scheiße. So, meine Freunde, das war Question and Action. Und wenn ihr da mehr von sehen wollt, dann müsst ihr einfach uns deabonnieren. Und dann kriegt ihr jetzt auch ganz viel. Ihr müsst dem Video einen Daumen nach oben geben. So wie der Teaser lässt einen Daumen nach oben. Warum machen wir? Machen wir den Daumen nach oben. Nee, aber warum machen wir nicht mal so eine Aktion mit Daumen nach unten? Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es uns in Form von Geld. Okay, gehe ich nach Bier. Hast du ein Bier getrunken? Zwei. Sag alle mal Tschüss. Tschüss. So, Dankeschön. Super gemacht.